Heute gibt's für euch den ultimativen Bartöltest und zwar von Bartölen aus der Drogerie. Gerade für Leute, die sich gerade zum Beispiel zum ersten Mal einen Bart wachsen lassen und wenn sie in die Drogerie reingehen, einfach komplett überfordert sind, weil sie einfach nicht wissen, welches Bartöl sie wählen sollen. Oder für die Leute, die einfach grundsätzlich wissen wollen, welche Bartöle aus der Drogerie am besten sind, für die Leute ist dieses Video genau das Richtige. Ich habe verschiedenste Bartöle aus der Drogerie in die Finger bekommen und habe die einfach für euch getestet und habe das Ganze wie folgt kategorisiert. Und zwar nach Duft, Inhaltsstoffen, Ergiebigkeit, Konsistenz, Design/Packaging und am Ende des Tages natürlich auch Preis. Jeder muss natürlich für sich selber entscheiden, welche Kategorie für ihn selber persönlich am wichtigsten ist. Für mich sind es die ersten drei und zwar Duft, Inhaltsstoffe und Ergiebigkeit. Starten wir mit einem Bartöl von der Marke Brooklyn Soap Company. Der Duft dieses Bartöles hat mich irgendwie gar nicht gecatcht, sondern eher abgeturnt, weil dieses Bartöl einfach nach Teebaumöl riecht. Und Teebaumöl erinnert mich persönlich immer irgendwie an Krankheit, Schnupfen und Winter. Und daher ist der Duft irgendwie gar nicht meins. Deshalb kann ich an dieser Stelle nur 2 von 10 Punkten für den Duft geben, weil es mir persönlich einfach nicht gefällt. Von den Inhaltsstoffen kann ich aber schon mal einen Daumen nach oben geben. Hier gibt es 9 von 10 Punkten. Die Inhaltsstoffe sind wirklich super. Es besteht aus natürlichen Inhaltsstoffen, unter anderem auch Arganöl, Jojobaöl, Rosmarinöl. Von daher kann man den Jungs von der Brooklyn Soap Company auf jeden Fall ein Kompliment mit auf den Weg geben. Die natürlichen Inhaltsstoffe spiegeln auch eine gute Ergiebigkeit wider. Für die Ergiebigkeit gibt es 7 von 10 Punkten. Wenn man das Bartöl über den Tag verteilt in den Bart hat, hat das wirklich eine gute Wirkung, hält den Bart schön weich und deshalb kann man hier auch gute 7 von 10 Punkten vertreten. Von der Konsistenz, es ist nicht zu flüssig, es ist nicht zu dickflüssig, hat einfach ja, eine gute Konsistenz für ein Bartöl, deshalb gibt es an dieser Stelle 8 von 10 Punkten. Kommen wir zum Design. Für das Design gibt es von mir nur 6 von 10 Punkten. Es ist ein relativ normales Design, nichts Spezielles. Es kommt in so einem braunen Fläschchen mit einem Pumpverschluss. Ich persönlich muss schon mal an dieser Stelle sagen, ich finde Pumpverschlüsse einfach grundlegend besser als diese Pipetten. Aber das ist natürlich komplette Geschmackssache. Schön wäre es halt noch gewesen, wenn man einfach so eine Kappe für diesen Pumpverschluss gehabt hätte, damit es zum Beispiel nicht schmiert, wenn man zum Beispiel auf Reisen ist. Das gab es an dieser Stelle nicht dazu. Aber 6 von 10 Punkten sind sicherlich auch nicht schlecht. Kommen wir zum Preis. 7,95 für 50 Milliliter. Von daher gebe ich 8 von 10 Punkten, denn ich denke mal für ein gutes Bartöl mit 50 Millilitern, das ist, denke ich mal, ein sehr guter Preis. Summa summarum sammelt das Bartöl von der Brooklyn Soap Company 40 von möglichen 60 Punkten. Machen wir weiter mit dem nächsten Bartöl und zwar von der Marke King C. Gillette. Ich muss vorweg an dieser Stelle schon mal sagen, dass ich persönlich kein Fan bin von den Produkten von King C. Gillette, aber das Bartöl hat wider Erwarten trotzdem gut abgeschnitten. Starten wir direkt mit dem Duft und das ist wirklich ein sehr guter Duft, den ich so nicht erwartet hätte. Und zwar riecht dieses Bartöl wesentlich besser als viele andere Bartöle. Und zwar gibt es hier einen süßen, minzigen Duft. Und wer schon mal die weißen Tic Tacs gelutscht gegessen hat, der weiß, wie dieses Bartöl riecht. Denn dieses Bartöl riecht wirklich genauso wie diese weißen Tic Tacs. Es gibt an dieser Stelle 8 von 10 Punkte für den Duft. Die Inhaltsstoffe haben ebenfalls gut abgeschnitten. Hier gibt es 8 von 10 Punkte. Es ist ein Potpourri aus verschiedensten Ölen wie Arganöl, Kamille, Sojaöl, Macadamiaöl, Avocadoöl. Der einzig bedenkliche Stoff ist in diesem Zusammenhang Kumarin, der allerdings in diversen Bartölen mit enthalten ist, was aber kein riesengroßes Problem darstellt. Deshalb sind 8 von 10 Punkten auf jeden Fall vertretbar. Die Ergiebigkeit war vollkommen okay für so eine Art von Bartöl, für ein Bartöl aus der Drogerie. Deshalb gebe ich an dieser Stelle 7 von 10 Punkten. Ich hatte das Gefühl, dass so ja, gegen Nachmittag einfach die Wirkung so ein bisschen nachgelassen hat. Aber grundsätzlich muss ich sagen, liegen wir hier im guten mittleren Bereich. Deshalb sind 7 von 10 Punkten definitiv fair. Von der Konsistenz her ist das Bartöl auch vollkommen okay. Deshalb gebe ich an dieser Stelle 7 von 10 Punkten. Kommen wir zum Design/Packaging. Mich hat das persönlich irgendwie nicht angesprochen und auch nicht wirklich überzeugt. Deshalb gebe ich an dieser Stelle nur 5 von 10 möglichen Punkten. Die Pappverpackung wirkt alles andere als hochwertig und dieses braune Fläschchen mit der Pipette ist wohl tatsächlich auch die günstigste Alternative, die man für ein Bartöl wählen kann, wenn man ein Bartöl auf den Markt bringt. Preislich liegen wir hier bei 7,95 für
30 Milliliter, was etwas teurer ist für ein Bartöl aus der Drogerie. Deshalb gebe ich an dieser Stelle auch nur 5 von 10 möglichen Punkten. Summa summarum sammelt das Bartöl von Kingsy Gillette 40 von 60 möglichen Punkten. By the way, falls ich die Bartöle im Internet gefunden habe, habe ich die logischerweise hier unten in der Infobox für euch verlinkt. Machen wir weiter mit dem Bartöl der Marke Seins von der Hausmarke von DM. Der Duft war absolut ekelhaft. Deshalb gebe ich an dieser Stelle auch nur 1 von 10 Punkten. Ich musste auch nur zu eine kleine Story erzählen, denn als erstes habe ich gedacht, als ich so eine kleine Nase davon genommen habe und einmal kurz gerochen habe, dass das wirklich was anderes ist, dass es nicht nach Themenbauöl riecht und dass es gar nicht schlecht ist. Beim Auftragen allerdings ging das für mich gar nicht mehr. Das hat mich an so einen ekligen, widerlichen Hustensaft aus der Kindheit erinnert und ich konnte das Zeug wirklich kaum auftragen, weil es mich so angewidert hat. Sorry, dass ich an dieser Stelle das so sagen muss, aber das ist wirklich Tatsache. Deshalb kann ich hier wirklich nur eine sehr schlechte Punktzahl vergeben. Für die Inhaltsstoffe gibt es allerdings volle Punktzahl, 10 von 10 Punkten. Das besteht nämlich ausschließlich aus natürlichen Inhaltsstoffen, ist vegan und die Basis dieses Öl ist Jojobaöl. Jetzt kommen wir zu einem für mich sehr interessanten Urteil. Trotz der natürlichen Inhaltsstoffe fand ich persönlich das Öl nicht wirklich ergiebig. Fragt mich nicht warum, möglicherweise liegt das irgendwie an der Zusammensetzung oder an der Rezeptur. Aber das Bartöl hat mich wirklich in puncto Ergiebigkeit nicht überzeugt, deshalb gibt es hier nur 3 von 10 Punkten. Was mich wirklich sehr verwundert hat. Von der Konsistenz her ist das identisch flüssig wie das Bartöl von Kingsy Gillette. Von daher auch absolut vollkommen fein. Hier 7 von 10 Punkten für die Konsistenz. Machen wir weiter mit dem Punkt Design / Packaging. Mich hat das Design direkt angesprochen, auf jeden Fall, kann ich nicht leugnen. Das Design ist nämlich clean, minimalistisch, schwarz-weiß und bei sowas bin ich tatsächlich direkt am Start. Die Pappverpackung ist vom Design her auch mega cool. Da sieht man, dass da wirklich Profis am Werk waren und die sich wirklich was einfallen lassen haben. Allerdings ist die Pappe an sich falsch gewählt worden. Also das Design ist gut, aber die Pappe wirkt einfach so ein bisschen billig. Von daher gibt es hier an dieser Stelle ein kleines Downgrade. Aber die meisten Leute schmeißen die Pappverpackung natürlich eh weg, deshalb kommen wir jetzt mal zur Flasche. Die Flasche gefällt mir sehr, also sowas hat man auch gerne einfach im Bad stehen, ja, einfach so hingestellt, denn diese Flasche sieht einfach top aus. In so einem quadratischen, schlichten, schwarz-weißen Design sieht das einfach wirklich super aus. Und ich muss an dieser Stelle sagen, da kann ich sogar an dieser Stelle über die Pipette hinwegsehen, denn das sieht vom Overall-Look her einfach sehr, sehr cool aus. Deshalb gibt es hier an dieser Stelle auch 8 von 10 Punkten. Kommen wir final noch zum Preis. Das Bartöl kostet 6,95 € und dafür bekommt man 30 Milliliter. Ich gebe dafür 7 von 10 Punkten. Insgesamt bekommt das Bartöl der Marke Seins 36 von möglichen 60 Punkten. Machen wir weiter mit dem nächsten Bartöl und zwar ein Bartöl von der Marke L'Oréal Man Expert. Vom Duft her kann ich hier an dieser Stelle ein bisschen mehr Punkte geben als beim Seins Bartöl und zwar 3 von 10 Punkten. Warum so wenig? Ich persönlich mag diesen Duft absolut nicht, denn das Ganze riecht einfach nach Weihnachtsmarkt. Also wenn du morgens geduscht hast und dein Bart noch schnell einölen möchtest, bevor du in den Tag startest und Lust auf Weihnachtsmarkt hast, ja dann ist das Bartöl die richtige Wahl für dich. Ansonsten eher nicht, denn es riecht einfach süßlich, ein bisschen holzlich, einfach so nach Adventswochenende. Also dieses Bartöl kann man möglicherweise im November, Dezember verwenden, aber ansonsten wäre das für mich nichts. Kommen wir zu den Inhaltsstoffen. Für die Inhaltsstoffe gibt es auch hier nur 4 von 10 möglichen Punkten, denn dieses Bartöl besteht aus verschiedenen natürlichen, aber auch synthetischen Ölen, also einfach so ein Ölgemisch aus verschiedenen Ölen und verschiedenen synthetischen Stoffen und das ist vor allen Dingen auch eine sehr, sehr lange Liste an Inhaltsstoffen und ihr könnt sicherlich vorstellen, dass einige dieser Inhaltsstoffe auch etwas bedenklich sind, von daher gibt es hier nur weniger Punkte. Machen wir weiter mit der Ergiebigkeit. Auch hier gibt es nur 3 von 10 möglichen Punkten. Denn der Effekt, den man von anderen Bartölen kennt, bleibt hier bei mir einfach aus. Also am Anfang, klar, wirkt der Bart natürlich etwas geschmeidiger, aber das verfliegt super schnell und ich hätte möglicherweise hier 3-mal den Bart oder sogar 4-mal den Bart nachölen müssen, dass ich den ganzen Tag verteilt einfach einen schönen geschmeidigen Bart habe. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das an den vielen zusätzlichen synthetischen Inhaltsstoffen liegt, aber das ist wirklich kein gutes Ergebnis.
Kommen wir zur Konsistenz des Bartöls. Das Bartöl ist wesentlich flüssiger als die Vorgänger, was ich persönlich absolut nicht so gut finde. Erstmal zum Verteilen des Bartöls ist es einfach ja, nicht so angenehm, denn da kann man schon mal rumschmieren. Und zu dem Punkt Schmieren, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen beim nächsten Punkt. Deshalb gibt es für die Konsistenz an dieser Stelle auch nur 3 von 10 möglichen Punkten. Machen wir weiter mit dem Design/Packaging. Also die Pump-Verpackung, wenn man sie in der Hand hat, das wirkt erstmal sehr hochwertig. Auch mal hier was anderes, was die Flasche angeht, denn dieses Fläschchen / Flakon ist wirklich etwas länglicher, etwas sportlicher, hat einen Pumpverschluss, was mich erstmal auf jeden Fall anspricht. Zudem kann man den Pumpverschluss auch wieder verschließen, heißt, wäre ja ganz gut, wenn man dann damit reisen kann, heißt, man dreht den Pumpverschluss einfach um, dann ist dieser Pumpverschluss dicht, sollte er zumindest sein. In der Theorie hört sich das Ganze natürlich alles sehr schön an und sieht auch ganz gut aus, aber jetzt kommt das ganz große Aber. Ich kann euch sagen an dieser Stelle, das funktioniert absolut gar nicht. Dieser Pumpverschluss ist total siffig, nach ein, zweimal ausprobieren läuft da überall Öl aus an verschiedensten Seiten. Entweder liegt das Ganze am Pumpverschluss oder daran, dass die Konsistenz des Öles sehr, sehr dünnflüssig ist. Ich kann es euch nicht sagen, aber das ist einfach komplett siffig, wenn man dieses Bartöl verwendet und dieser Flakon ist zwar sehr schön, aber es bringt natürlich nichts, wenn das Ganze nicht vernünftig funktioniert. Also zum Reisen ist das Bartöl definitiv komplett ungeeignet, von daher gibt es an dieser Stelle auch nur 3 von 10 Punkten für das Design/Packaging. Kommen wir zum Preis. Man zahlt hier für 30 Milliliter 7,99 Euro. Das ist vermutlicherweise auch das teuerste Bartöl hier in der Runde. Ich gebe 2 von 10 Punkten für den Preis, denn man bekommt hier ein minderwertiges Bartöl in einer schönen Verpackung, aber am Ende des Tages ist tatsächlich nicht das drin, was man sich erhofft. Die Gesamtpunktzahl für dieses Bartöl beträgt summa summarum 18 von möglichen 60 Punkten. Machen wir weiter mit dem Bartöl der Marke Brisk. Das Brisk Bartöl war, glaube ich, das erste Bartöl, was man in der Drogerie so kaufen konnte. Und vom Duft her kann ich hier auch leider nicht viele Punkte vergeben, nur 2 von 10, weil es einfach Teebaumöl pur ist. Sonst leider nichts. Also Teebaumöl-Fans werden hier auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen. Die haben hier 10 von 10 Punkte, aber für mich ist Teebaumöl tatsächlich, wie ihr auch schon am Anfang des Videos gehört habt, absolut gar nichts. Deshalb hier die geringe Punktzahl. Bei den Inhaltsstoffen gibt es aber dafür volle Punktzahl und zwar 10 von 10 Punkten. Ein natürliches Gemisch aus allem, was einen Bart erfreut. Und zwar von Arganöl, Avocadoöl, Teebaumöl, Jojobaöl und viele weitere natürliche Öle sind mit dabei. Also von daher hier volle Punktzahl für die Inhaltsstoffe. Für die Ergiebigkeit gibt es auch eine gute Punktzahl und zwar 8 von 10 Punkten. Ich hatte das Gefühl, dass das Bartöl ergiebig ist und auch gut für mich funktioniert hat, hat meinen Bart fast den ganzen Tag verteilt, schön weich gemacht und auch fresh aussehen lassen. Von daher hier auch ein sehr gutes Ergebnis. Kommen wir zur Konsistenz. Das Bartöl ist ähnlich konsistent wie die Vorgänger. Einfach ja, eine gute Konsistenz für ein Bartöl, hat man gar keine Probleme mit. Deshalb gibt es hier 7 von 10 Punkten für die Konsistenz. Kommen wir zum Design/Packaging. Ein relativ normales Design, nichts Spezielles, kommt in einem braunen Fläschchen mit einer Pipette. Wie gesagt, ich bin kein Freund von diesen Pipetten. Ich hätte einen Pumpverschluss an dieser Stelle besser gefunden, aber das ist natürlich Geschmackssache. An dieser Stelle 5 von 10 Punkten. Für das Design/Packaging. Machen wir weiter mit dem Preis. Es gibt für 6,95 Euro 50 Milliliter von diesem Bartöl, was ich vollkommen fein finde. Deshalb gibt es auch 7 von 10 Punkten, denn mit 50 Milliliter von diesem Bartöl bei dieser Ergiebigkeit kommt man wirklich eine Weile aus. Summa summarum gibt es für das Brisk Bartöl 39 von 60 möglichen Punkten. Machen wir jetzt weiter mit dem Bartöl von Balea, ebenfalls eine Hausmarke vom DM. Und an dieser Stelle kann ich schon mal sagen, das hat mich sehr überrascht. Ich hatte persönlich das Gefühl, dass es eigentlich die bessere Kopie von dem Brisk Bartöl sein könnte. Möglicherweise wurde da ein bisschen abgekupfert und einfach ja, das ausgemerzt, was beim Brisk Bartöl vielleicht nicht ganz so ansprechend ist. Das war persönlich mein Gefühl. Das könnte natürlich so sein. Ich kann es nicht bestätigen, aber das solltet ihr an dieser Stelle einfach mal gehört haben. Was hier an dieser Stelle schon mal besser gemacht worden ist, ist der Duft. Hier gibt es 7 von 10 möglichen Punkten, denn dieses Bartöl riecht wesentlich besser als viele andere Bartöle. Das riecht nämlich nicht nach Teebaumöl, sondern es hat einfach so einen frischen, guten Geruch, den die Masse sicherlich sehr gut findet. Ich persönlich fand ihn auch wesentlich besser als die anderen, deshalb hier auch eine gute Punktzahl.
Kommen wir zu den Inhaltsstoffen. Hier gibt es ebenfalls wie beim Brisk-Bartöl 10 von 10 Punkten. Wie gesagt, ich hatte das Gefühl, dass es möglicherweise ein bisschen abgekupfert sein könnte vom Brisk-Bartöl, auch was die Rezeptur angeht. Das einzige Element aus der Rezeptur, was ausgetauscht wurde hier, ist Teebaumöl gegen Sonnenblumenöl. Also wenn man die Rezepturen und Inhaltsstoffe vergleicht vom Brisk-Bartöl zum Balea-Bartöl. Was die Ergiebigkeit angeht, kann ich hier auch ein gutes Ergebnis abgeben, und zwar 8 von 10 Punkten. Für die Ergiebigkeit hat mein Bart ebenfalls über den Tag verteilt wirklich gut weich gehalten, identisch wie das Brisk Bartöl. Möglicherweise liegt das tatsächlich auch an der Rezeptur oder daran, dass die Inhaltsstoffe schon sehr identisch sind. Machen wir weiter mit der Konsistenz. Das Bartöl ist ähnlich konsistent wie viele andere Bartöle auch. Deshalb gibt es an dieser Stelle auch ein gutes Ergebnis mit 7 von 10 möglichen Punkten. Was die Flasche und die Packverpackung angeht, identisch wie das Brisk Bartöl. Also identische Flasche, identisch mit Pipette und auch was die Größe angeht, alles identisch. Es gibt lediglich einen kleinen Designunterschied. Da finde ich die Brisk-Variante einfach von der Aufmachung ein Stück weit besser. Deshalb gibt es hier 4 von 10 möglichen Punkten für das Design und das Packaging. Kommen wir zum Preis. Für 4,95 Euro bekommt man 50 Milliliter für ein ordentliches Bartöl, deshalb gibt es hier auch 8 von 10 Punkten für das Preis-Leistungs-Verhältnis. Summa summarum bekommt das Balea Bartöl nun 44 von möglichen 60 Punkten. Machen wir weiter mit dem nächsten Bartöl, das habe ich fairerweise noch mit reingenommen, und zwar, das ist die Hausmarke, so wie es scheint, vom Rossmann, das Bartöl Butchers & Son. Vom Duft her gibt es hier keine volle Punktzahl, auch nicht mal ansatzweise ein gutes Ergebnis, sondern leider nur 3 von 10 möglichen Punkten. Es ist ein etwas öliger Geruch, der auch wieder nach Teebaumöl riecht. Man riecht vielleicht ein bisschen Frische, und mit ganz viel Fantasie kann man auch ein bisschen Minze rausriechen, allerdings nur ein ganz bisschen. Das hilft aber nicht viel, deshalb nur eine geringe Punktzahl mit 3 von 10 möglichen Punkten. Was die Inhaltsstoffe angeht, haben wir hier ein sehr interessantes Gemisch, und zwar auch ein gutes Gemisch. Deshalb gibt es hier an dieser Stelle auch 9 von möglichen 10 Punkten, was die Inhaltsstoffe angeht. Aber wir haben hier einfach etwas andere Inhaltsstoffe. Wir haben hier zum Beispiel Ringelblumenextrakt, wir haben Sojaöl, wir haben Sonnenblumenöl, wir haben Jojobaöl. Es ist einfach eine etwas andere Basis und eine etwas andere Zusammensetzung, habe ich das Gefühl, wie die anderen Bartöle. Aber eine gute Zusammensetzung aus guten Inhaltsstoffen, deshalb auch ein gutes Ergebnis. Was die Ergiebigkeit angeht, gibt es allerdings nur 6 von 10 möglichen Punkten. Das Öl ist einfach ein bisschen öliger als die anderen Öle. Wenn man einen sehr, sehr trockenen Bart hat und die Barthaare wirklich sehr, sehr schnell kraus werden und sehr schnell austrocknen, dann ist das möglicherweise eine bessere Variante als andere, weil es einfach ein bisschen öliger ist. Auch gerade dann, wenn man zum Beispiel trockene Haut hat, kann man möglicherweise besser auf dieses Bartöl zurückgreifen. Kommen wir zur Konsistenz. Ähnlich konsistent wie alle anderen Bartöle zuvor. Deshalb gibt es auch hier 7 von 10 möglichen Punkten. Kommen wir zum Design/Packaging. Hier hat man das Gefühl, dass es tatsächlich eine Kopie von der Kopie ist, also von den beiden vorherigen Bartölen. Ich finde die Verpackung allerdings ein bisschen besser vom Design her, weil es einfach so ein bisschen mehr an Barbershop erinnert und einfach ein bisschen minimalistischer ist und es einfach ein bisschen cooler wirkt. Deshalb gibt es hier an dieser Stelle auch 6 von 10 möglichen Punkten. Alles andere war an dieser Stelle gleich, also was die Flasche angeht und was die Größe angeht, alles identisch wie die beiden vorherigen. Für 6,99 € bekommt man die 50 Milliliter und dafür gebe ich 7 von 10 möglichen Punkten. Summa summarum haben wir hier final eine Gesamtpunktzahl von 38 Punkten für das Balea Bartöl. So Leute, und jetzt seht ihr einfach nochmal final alle Punktzahlen der verschiedenen Bartöle, wie sie final abgeschnitten haben. Wie schon zu Anfang gesagt, muss jeder natürlich für sich selber entscheiden, was für ihn, also welche Faktoren für ihn beim Bartöl am wichtigsten sind. Ich habe das hier nach meinem persönlichen Empfinden kategorisiert und ich hoffe einfach, dass ich euch mit diesem Video einfach eine kleine Empfehlung mit auf den Weg geben konnte, wenn ihr das nächste Mal ein Bartöl aussucht. Also ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass ihr nach diesem Video wisst, auf welches Bartöl ihr besser nicht zurückgreifen solltet. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Einölen eures Bartes. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.